Stefan Bayer. Ist es schöner, einen Arbeiter oder einen Bankangestellten zu spielen? Wenn die Rolle gut ist, ist beides interessant. Sie sind Schauspieler. Wenn man meint, Schauspieler haben im Sozialismus der DDR Helden spielen müssen und heute im Kapitalismus sind die realen Menschen, Menschen wie Brad Pitt, also im realen Leben Helden. Oder zumindest werden sie als solche aufgebaut. Was möchten Sie lieber sein? Helden im Film oder ein Held im Leben? Ein Film. Also würden Sie sagen, es ist für die Kunst wichtig, Helden aufzubauen? Na, Helden in Anführungsstrichen. Also eine Figur, die eine zentrale Rolle in einem Film spielt, bezeichnet der Mann als negativen oder positiven Helden. Ja. Nein, es geht immer um die Rollen. Also Held, okay, lassen wir mal beiseite. Im Film muss man eine bestimmte Präsenz haben, um irgendwie wichtig zu werden. Also wenn man so nach einer Hälfte des Films reinkommt und hat 2 Drehtage und vielleicht 5 Szenen, wenn es hochkommt, ist es schwer, da in den Film reinzukommen. Wenn man größere Aufgaben hat, besteht die Möglichkeit, dass man reinkommt. Und dann, okay, Held. Es geht immer um die Substanz der Rollen und die Storys, die geschrieben worden sind. Da kann es groß, das kann eine große sein, wenn die gut ist, es kann auch eine winzige Geschichte sein, die, wenn sie Gewicht hat oder wenn sie filmisch möglich ist, wenn es ein Film wird, ist es immer spannend mitzumachen. Würden Sie sagen, Sie erkennen sofort bei einem Drehbuch oder bei einem Drama, was daraus gemacht werden kann? Also die Potenzialität? Na, sicher nicht immer. Sicher nicht immer. Also wenn jetzt auf ad hoc würden mir zwei Sachen einfallen, wo ich wahnsinnig geworden wäre, wenn ich das nicht gespielt hätte. Nämlich? Märkische Forschung und Treffen in Traverse. Das sind, glaube ich, auch die beiden Filme, die mir einfallen. Also wenn ich was sagen müsste, was haben Sie für Filme gemacht? Ja. Da tue ich sicherlich ganz vielen Regisseuren, guten Regisseuren oder auch guten Drehbuchautoren Unrecht. Aber da gibt es die 2 Filme nur. Also wo ich wirklich richtig dabei war, von Anfang bis Ende und darüber hinaus. Darauf kommen wir auf jeden Fall jetzt immer noch öfter zu sprechen, glaube ich. Aber das sind beides Filme, die in der DDR gedreht worden sind. Ja. Wollten Sie als Schauspieler jemanden spielen, also einen Helden, oder wollten Sie einfach spielen? Also was ich vorhin gerade gesagt habe mit der Gewichtigkeit, die man erreichen kann, da ist natürlich, ob positiv oder negativ, lassen wir mal das Wort Held stehen, da ist ein bestimmter Umfang ist da notwendig, dass man möglichst lange Zeit, viele Zeit dabei ist. Und dann ist die Story natürlich das Wichtigste im Grunde genommen, ob die filmträchtig ist oder ob sie es nicht ist. Viele Leute haben ja gemeint, hier Märkische Forschung, das ist eigentlich kein Filmstoff. Und ich meine, der Gräf hat da was draus gemacht. Das ist sicherlich, das hat ein bestimmtes Spektrum, bestimmten Ausschnitt des Lebens, aber das ist schon, glaube ich, gut geworden. Das glaube ich auch. Als Theaterschauspieler gibt es gibt 2 Formen, die wir jetzt mal mehr oder weniger willkürlich gegeneinander stellen könnten. Also das die epische Theaterform, sogenannte epische Theaterform von Brecht und die möglicherweise einfühlende psychologische von Stanislavski und Freunden. Das sind also so 2 Varianten. Würden Sie sich einer der beiden zugeordnet fühlen? Muss ich versuchen. Jein. Also beeinflusst bin ich natürlich hauptsächlich von dem Theater, was unter Brecht gemacht worden ist. Also ich habe das kennengelernt, da war der schon ein paar Jahre tot. Aber ich habe noch 2 Aufführungen gesehen, die er selber verantwortet hat, den Galilei und die Courage. Und da war ich schon
hauptsächlich beeinflusst davon, würde ich sagen. Diesen Gegensatz von Stanislavski und Brecht, den habe ich nie so richtig zur Kenntnis nehmen wollen, weil was wir unter Stanislavski kennengelernt haben, war ja nicht Stanislavski. Das war ja mehr oder weniger das Verstecken hinter Stanislavski der Leute, die gegen Brecht was hatten. Also die nicht wollten, dass Brecht so ein wichtiger Autor in der DDR wird. Und dadurch bin ich der Meinung, wir haben zwar Unterricht sogar nach 1963 gehabt, nach den Büchern, also Theaterwissenschaft an der Schauspielschule, wie Arbeit des Schauspielers an sich selbst und Arbeit des Schauspielers an der Rolle. Das war ganz interessant, aber insgesamt hat mich das gelangweilt. Also die Beschreibung, wie Stanislavski an Othello rangeht, da habe ich dann lieber das kleine Organon gelesen von Brecht oder die Straßenszene, was ein phänomenales Werk ist, und sogar von Manfred Wegwerth, offenbar von Brecht initiiert. Das heißt ganz simpel Stellung, Gruppierung, Gänge. Das ist eine theoretisch ist das gar nicht insofern. Das ist ein tolles Werk, wo man, glaube ich, eine Menge lernen kann als Schauspieler, wenn man gleichzeitig praktisch ausgebildet wird. Also wenn Sie sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden können, weil ja es beides nicht, es gibt ja weder das eine Extrem, glaube ich, tatsächlich, es gibt weder, also Brecht selber hat, glaube ich, nicht episches Theater gemacht. Oder inszeniert. Doch, praktisch hat er natürlich immer den besseren Schauspieler vorgezogen. Genau. Ich habe letztens jemand sagen hören, Grisha Meyer sagte letztens, dass das epische Theater vor allen Dingen deshalb erfunden wurde, damit man auch weniger begabte Schauspieler eine Möglichkeit zu spielen gibt. Das ist in der Praxis dann, glaube ich, so geworden und ist nach dem Tod Brechts, wenn ich das richtig sehe, hat das stattgefunden auch. Also wenn man die Leute, die unter Brecht gespielt haben noch und dann, ich muss aufpassen, dass ich dann niemandem zu nahe trete. Wenn dann einer ausgefallen war oder wenn dann einer tot war, dann ist versucht worden, Talente zu finden, aber wenn die als Typen reingepasst haben in das Theater, hat man da schon mal zugegriffen, ohne lange zu überlegen, wenn ich das so richtig sage. Und ich habe von Wegwerth und Palic große Aufführungen gesehen hier noch. Also der Ui, Held der westlichen Welt mit dem Familienekel, was dann der Heinz Schubert drüben war, der war ja hier am Berliner Ensemble Schauspieler. Bis zum Mauerbau. Und dann standen die vor der Frage, DDR-Bürger zu werden und hier zu bleiben. Und da haben sich eine ganze Reihe von wichtigen Schauspielern abgemeldet. Also Heinz Schubert ist drüben geblieben. Die Regine Lutz, die wunderbare Regine Lutz, ist geblieben. Das war für mich ein großer Verlust, weil ich ja war in die, ja, richtig gehend verliebt in das, wie sie gespielt hat. Das war phänomenal für mich. Und das hat eine Reihe von Schauspielern, die 62 fertig geworden sind, die Chance gegeben, hier ganz schnell reinzukommen. Also die mussten ja aufgeführt werden. Deutsche Theater hatte eine Reihe von Westberliner Schauspielern. Das Berliner Ensemble hatte eine ganze Menge. Charlotte Brummerhoff, Harry Gillmann, Hans Hammacher, Heinz Schubert, die Regine Lutz, die fielen weg und die mussten dann ersetzt werden. Das sind eine ganze Reihe von Leuten, die aus Meiningen gekommen sind, sind da gelandet, teilweise am Berliner Ensemble, teilweise am Deutschen Theater. Und eine Reihe von ganz jungen Leuten, die Kage zum Beispiel, hat dadurch sofort ein Engagement gekriegt am Berliner Ensemble. Manfred Kage, woher ist der? Der ist von der Berliner Schauspielschule, war der. Ist Brandenburger, der Regisseur. Ja. Der hat dort gespielt, relativ viel, sehr viel. Und dann auch gleich eine große Filmrolle gekriegt in Werner Holt. Das stimmt, ja. Sie haben vorhin den Begriff Präsenz erwähnt. Also
dass man auch, wenn man besonders im Film ist, in der Mitte des Films zum Beispiel eingesetzt wird, aber auch als in einem Schauspiel, es gibt ja Momente, in denen man ab von der Bühne, obwohl auf der Bühne, aber ab vom Licht quasi, ohne etwas zu sagen, gerade bei gewissen Brechtstücken, sitzen muss, schweigen muss und trotzdem ist man anwesend. Und trotzdem bedarf es dieser Anwesenheit, damit die Szene funktioniert. Mhm. Also wenn Sie Präsenz, Stärke oder Anwesenheit beschreiben müssten, also was macht das denn aus? Was ist denn die Anwesenheit? Oder braucht es das alles gar nicht und überschätzt man das oder kommt das willkürlich zustande? Fragen Sie mich mal was Leichteres. Ich weiß es nicht genau. Es ist ja dann eine Zeit lang Mode geworden, auch schon in den 70er Jahren und wahrscheinlich, dass die Schauspieler überhaupt nicht mehr die Bühne verlassen. Also selbst wenn sie nicht dran sind. Also das letzte Beispiel ist Gosch Möwe. Ja, genau. Das war schon bei Schlacht von Karl Langhoff, in der Aufführung von Karl Langhoff so, da waren die Kollegen immer da. Das erste Mal haben sie das praktiziert, übrigens die beiden am Berliner Ensemble, wo ich es gesehen habe. Da haben sie ganz toll das kleine Mahagoni aufgeführt. Mit Tate, Schall, Gloger, Ritsch, Tate, Ecke, ja. Und da blieben die alle um den Boxring anwesend. Und traten dann aus der Seite wieder auf. Mhm. Und haben, ich weiß es nicht genau, die haben dann natürlich, es ist schwierig, ich kenne das von anderen Aufführungen auch, dass man delegiert ja ganz schnell, wenn man sich langweilt und das sehen lässt, delegiert sich ja ganz schnell eine Langeweile. Mhm. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Also ich weiß, Fritz Marquardt hat mal, ich weiß jetzt nicht mal in welcher Rolle es war, ich wollte eine Rolle aus ihrem Charakter heraus durchgehend motivieren und da gab es eine Stelle, wo ich sicher war, der interessiert sich nicht dafür. Mhm. Und habe das gespielt. Die Szene war aber so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches es war, dass Fritz Marquardt meinte, wenn du da wegguckst, zerstörst du die ganze Szene, dann delegiert sich dein Desinteresse, was ja für die Figur, wie du denkst, unter Umständen stimmt, delegiert sich so, dass du musst da dranbleiben. Und so eine Situation gibt es. Also auch, ja. Also auch Abwesenheit kann präsent sein. Also es kann auch, ja. Man kann auch durch Desinteresse Spannung erzeugen. Klar. Also würden Sie, wenn Sie für Ihr Talent, gerade auch wenn es so ein typisches Hermann Bayer Beispiel scheint mir das jetzt, Desinteresse zu delegieren oder Desinteresse zu spielen und so, wenn Sie für Ihr Talent, Schauspieltalent Worte finden müssten, wie erklären Sie sich das selber? Haben Sie selber darüber nachgedacht? Haben Sie versucht, ein Wort zu fassen? Ja, 100 Mal schon. Also warum ich Schauspieler geworden bin oder mein, ja, mich selbst zu beschreiben mit einem Talent, das ist schwierig. Ich könnte Ihnen jetzt, was ich auch schon 100 Mal anderen auch gesagt habe, warum ich das geworden bin. Weil ich sicher bin, dass ich alles andere nur noch schlechter könnte. Das ist klingt kokett, ist aber entspricht mehr oder weniger den Tatsachen. Ja. Das kann Ihnen jetzt. Das habe ich relativ früh mitgekriegt. Ja. Dass ich weder talentiert bin für Politik, weder genug Talent habe für Technik. Auf allen Gebieten habe ich mich mal versucht. Ich habe mich mal zum FDJ-Sekretär wählen lassen, bis ich dann auf Vorschlag meines Klassenlehrers wieder abgewählt worden bin, weil ich da offensichtlich nicht dazu talentiert war. Dann habe ich mich sozusagen in der 11. Klasse mit 17 lebenslänglich aus der aktiven Politik verabschiedet. Also aktiv Politik zu machen. Das war schon in Berlin, ne? Das war schon in Ludwigsfelde, schon 1959. Sie sind in Altenburg geboren? Ich bin in Altenburg geboren. Und sind wann nach Berlin oder in die Region? Ich bin mit 14 Jahren in die Berliner Gegend gekommen. Ja. Und zwar nach Kleinmachnow, da hat meine Mutter den Haushalt meines Bruders übernommen. Ja. Weil der plötzlich eine große Familie hatte.
Und da bin ich sozusagen mitgeschleppt worden und habe das lange Jahre meinem Bruder vorgeworfen, bis er mir sagte, nun hör mal auf, dass du hier verschleppt worden bist. Du hast Glück gehabt, du hättest nie so ein Theater sehen können, was du jetzt hier gesehen hast, was du hier siehst. Und er hätte sie nie so beeinflussen können. Nein, hätte nicht. Ich bin glücklich, dass ich mit 14 in die Gegend gekommen bin und bin auch froh, dass ich ab einem bestimmten Punkt mich für Theater interessiert habe und da die Chance hatte, für damalige Verhältnisse, ich sage einfach mal, das beste Theater, was ich mir vorstellen kann, gesehen habe. Das ist wahrscheinlich nach wie vor so. Ihr Bruder war Frank Beyer. Ja. Der Regisseur. Und der hat Ihnen dann Theater gezeigt? Sie haben ich bin selber gegangen. Ja. Ich bin selber gegangen. Ich habe aber auch relativ früh angefangen, so Laientheater zu machen. Mhm. Also wir hatten an der Schule eine Laienspielgruppe, die von meinem Deutschlehrer und unserem Deutschlehrer geleitet wurde. Und da haben wir im Jahr so ein, zwei Aufführungen gemacht, die glaube ich, ziemlich gut waren. Ich habe jetzt gerade einen über Facebook, Stay Friends, da habe ich nie mehr reingeguckt und kriege dann aber immer E-Mails. Da habe ich einen jungen Mann wieder getroffen. Wir haben am Schluss in der 12. Klasse die Gewehre der Frau Carra inszeniert. Eine Mitschülerin war die Carra. Und dieser junge Mann war in der 10. Klasse, glaube ich, Bernd Martin. Und der hat mir geschrieben, ein bärtiger Mann, war ein ganz junger Kerl, der hat den Pater gespielt. Und dann habe ich mich erkundigt, wann das war genau, hat er mir zurückgeschrieben. Ja, wir waren im Juli 61 vor dem Mauerbau in Rangsdorf und haben dort in einem Theater, wo der Kreisschulrat war, der dafür gesorgt hat, dass ich das Abi doch mit 2 machen konnte. Ich hatte in Latein eine 4 und war sprachlicher Zweig, was ein Fehler war wahrscheinlich, weil ich sprachlich völlig unbegabt war und hatte Latein eine 4. Sprachlicher Zweig mit einer 4 konnte man das Abi nicht mit 2 machen, das hätte mit 3 und dann bin ich im Grunde genommen ungerechtfertigterweise nochmal geprüft worden und habe dadurch eine 3 gekriegt. Da konnte ich das Abi mit 2 machen. Und dort haben wir gespielt, die Kara. Und davor andere Sachen. Und dann rückwirkend, ich habe immer behauptet, ich hätte, als Müller hier ans Theater kam, stand doch ganz groß dran, Shakespeare, Brecht, Müller. Mhm. Und zwar, die hatten sich so entschlossen, nur solche Stücke zu machen. Und ich war der Meinung, ich muss Tschechow spielen. Noch. Ich war ja Anfang 50 und war der Meinung, ich hätte nie Tschechow gespielt. Im rückwirkend. Wir reden über die 90er Jahre am BE. 90er Jahre am BE. Ist mir eingefallen, dass ich in der Grundschule initiiert hatte, eine kurze Erzählung zu dramatisieren. Die haben wir gespielt, die hieß Das Chamäleon. Und an der Schauspielschule habe ich, an der Oberschule haben wir das Jubiläum gespielt. Auch eine, weiß gar nicht, ob es eine dramatisierte Erzählung war oder ob es in ein Akter von Tschechow war. Da war mir klar geworden, dass ich habe mich immer geirrt. Ich hatte Tschechow gespielt, allerdings als Laie. Ich bringe Sie durcheinander mit Ihren Fragen, oder? Nö, gar nicht. Ich überlege gerade nur ob Sie eigentlich jemand sind, der einfach schauspielt, wenn er das möchte. Und nebenbei sich einfach als Existenzform so durch die Welt bewegen. Oder ob, also das heißt auch schon immer professionell waren, obwohl sie noch nicht ausgebildet waren. Oder ob sie tatsächlich manchmal schauspielen und manchmal eben nicht. Also ich denke, dass ich sozusagen außerhalb der Bühne oder der Probebühne sicher haut man mal auf die Kacke, relativ wenig spiele und dass ich aber, es wird, wenn man das so lange macht, wie eine Krankheit, dass wenn, ich bin froh, wenn ich Urlaub habe, aber wenn ich dann längere Zeit nichts gemacht habe, habe ich das Gefühl,
was fehlt. Was ist eigentlich eine Probe und wo findet eigentlich das Leben als Schauspieler statt? Also wo findet, ist schon Schauspielen findet schon in der Probe statt? Oder ist es eigentlich das Beobachten dessen, was dann später Schauspiel ist? Also ist in den Vorstellungen, also wenn die Proben gut laufen, wenn man gibt es selten in einer Vorstellung, wo alle Szenen so gut sind, wie sie schon mal auf einer Probe waren. Das ist selten. Wenn die Vorstellung wirklich sehr gut läuft, ist es anders. Es ist anders und das Gesamtding ist dann, funktioniert dann. Und ja. Wenn Sie den Flint bei Heiner Müllers Stück Die Bauern spielen, wenn Sie einen Volkspolizisten an der Bornholmer Straße spielen, wenn Sie einen Philosophen spielen, wenn Sie einen Kontoinhaber spielen, bleibt dann von der real verspielten Lebenszeit, also von der Zeit, die Sie als Schauspieler verwendet haben, bleibt da eine Spur für Ihr privates Leben zurück? Schwer zu sagen. Es gibt den Punkt, wenn man das sehr lange Jahre macht, dass man das Gefühl hat, also es gab so eine Zeit, wo ich 6 Vorstellungen gleichzeitig, also die im Repertoire waren, gespielt habe, wo man das Gefühl hat, dass einem nur noch Zitate einfallen. Und so die Befürchtung, es ist gar nichts mehr Eigenes in meinem Kopf. Das gibt es, ja. Hm. Aber ansonsten ist, naja, ich beschreibe das als, dass das, ich sage nicht eine Krankheit ist, sondern wie eine Krankheit wird, wenn man das so lange macht und dann die Gewohnheit ist und wenn das dann wegfällt. Das ist vermutlich wie bei jedem, der aus dem Beruf rausgeht und 20 Jahre einen Beruf gemacht hat, der ihn einigermaßen befriedigt hat und das, wo dann eine gefährliche Leere entsteht. Das gibt es, wenn man ohne Hobby ist. Ich habe gerade eine lange Loge auf mein Namensgedächtnis lässt nach. Ich muss mir erst mal was eingießen. Der berühmteste italienische Schauspieler. Mastroianni? Marcello Mastroianni war eine lange, lange Filmsache über ihn. Und da haben die beschrieben, dass er erstmal wie freundlich er ist, so war zu allen und dass er keine Hobbys hatte. Und immer das Bedürfnis gehabt hat und dann auch ganz schlechte Filme gemacht hat, weil er das brauchte, diese Umgebung da. Hauptsächlich das Drehen hat, ja. Hauptsächlich noch gedreht. Und sowas in dieser Richtung, also ich habe versucht, mir Hobbys zu entwickeln, es ist alles nichts geworden. Ich will mich jetzt nicht mit Mastroianni vergleichen. Nur es ist die Befindlichkeit von Schauspielern oft so. Hm. Dann gibt es welche, die gehen nach Hause und sagen, Gott sei Dank ist die Probe zu Ende. Ich muss jetzt andere Sachen machen. Hm. Das gibt es bei mir nicht. Lebenslänglich, der Beruf ist rund um die Uhr. Im Grunde genommen, also wenn man, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin ja Rentner und bin seit 99 nicht mehr fest am Theater. Und die Mühle sozusagen, die ist weg bei mir. Aber wie gesagt, es fehlt, wenn der Urlaub zu Ende ist und was, ich habe gar keine Vorstellung mehr. Das ist komisch. Ist das Theater das, was mehr mit dem Texten und der Film, was mehr mit Blicken und Winkeln arbeitet? Wenn Sie sagen müssten, wie viel Demut bzw. Angst Sie vor den Texten jemals hatten, ist Ihnen das passiert? Ja. Ja, aber relativ spät. Also ich habe allerdings jetzt schon so viel und so viel zu Leuten gesagt, dass es mir schwerfällt, bestimmte Texte zu lernen, dass,
sie dann schon sagen, ach, der Bayer, der kann die Texte nicht mehr lernen. Das war ganz falsch, dass ich das gemacht habe. Ich kann natürlich noch Texte lernen, aber es ist mir schon passiert, dass ich Ausfälle hatte. Ich habe meine ganze Premiere geschmissen, weil ich... weil da irgendeine Verschiebung stattgefunden hatte. Also es war wie eine Verrückung und ich mir dann die Stunde, 10 Minuten jeden Satz soufflieren lassen musste, was ziemlich katastrophal war. Gott sei Dank war am nächsten Tag gleich die zweite Vorstellung. Da habe ich dann mich von der Premierenfeier habe ich mich nicht sehen lassen und habe die ganze Nacht noch mit den Texten gemacht und die zweite Vorstellung hat funktioniert und dadurch bin ich einer Sache entgangen, die mir schon mal passiert ist. Da waren aber 14 Tage dazwischen. Die waren die Hölle. Und zwar der Lear. Da waren 14 Tage nach Ausfällen. Ich bin dann durch die Vorstellung gekommen einigermaßen. Aber es war klar, es war irgendein... Da hat sich irgendwas verschoben und dadurch hat nichts mehr gestimmt. Dann kam nicht, wenn die Soufflöse gesprochen hatte, kam nicht, okay, jetzt bin ich wieder drin, sondern es blieb die Verrückung. Und diese 14 Tage waren für mich die Hölle, das abzuwarten und dann mitzukriegen, okay, einmal noch bist du durchgekommen. Und dann wartet man darauf irgendwann, dass man sagen muss, hoffentlich geschieht es nicht, dass der eiserne Vorhang fallen muss, sondern hoffentlich merkst du es selber und sagst, ich lass das. Das ist jetzt ja eine sagen wir mal, funktionale Demut oder eine quantitative, also vor der Menge, die man zu lernen hat. Aber inhaltlich, gibt es da einen Text, bei dem Sie sagen würden, den habe ich unterschätzt, der ist mir erst beim Sprechen so deutlich geworden, wie schön er ist, wie brisant und wie vielleicht gefährlicher ist er? Sie meinen jetzt politisch? Mhm. Ja, ich habe gerade mir beim Fernseharchiv, bin seit Jahren auf der Suche nach Material für ein Fernsehspiel, was wir gemacht haben 1972. Das hieß Der Mann von draußen und war das Stück von Ignati Dvorecki und war die Geschichte von einem jungen Ingenieur, der so einen großen Gießerei übernimmt und da versucht, also es stammte von aus Ende der 60er Jahre und wurde in der Sowjetunion viel gespielt. Und das wurde gemacht. Dann hatte die Fernsehleitung Probleme damit, da kamen bestimmte Sätze vor. Sage ich den einen, weiß ich heute noch, den sage ich gleich mal. Dann haben sie kalte Füße gekriegt, weil sie dachten, kriegen sie Dresche. Dann haben sie das in ein Magazin gepackt. Also ein Kollege, das gab zwei Teile, glaube ich, das hieß Sowjetdramatik heute. Und der Kollege, wunderbare Kollege Norbert Christian, hat das kommentiert und dann einzelne Szenen vorgestellt aus diesem Stück. Aber der Film ist nie gesendet worden. Und den habe ich jetzt gefunden und gekriegt. Ich habe vor anderthalb Jahren den Regisseur noch angerufen, der sagt, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und da kommt der Satz vor, den sie dann rausgestrichen haben. Da musste die Rolle, die ich spiele, musste so die alteingesessenen Ingenieur zusammenscheißen. Und der sagte, aber wir sind doch Kommunisten. Und da musste ich sagen, vermeiden Sie nach Möglichkeit die politische Argumentation. Wir arbeiten in der Industrie. Eine scheußliche Angewohnheit, eigene Unfähigkeit hinter politischen Phrasen zu verbergen. Und den hatte ich, der war schon gestrichen, den hatte ich dem Regisseur überredet, dass er den reinnimmt. Und dann kam er, da dachten sie alle noch, das ist gut gelaufen, sagte Hermann, den Satz, also vermeiden Sie nach Möglichkeit die politische Argumentation. Das in einem hochpolitischen Land, Sowjetunion und jetzt DDR, den muss man rausnehmen. Und dann ist das ganze Ding nichts geworden. Also jedenfalls. Ich habe aber jetzt das Material zu Hause. Das ist interessant, das zu gucken. Ja, die sind schwer zu kriegen. Viele Sachen sind schwer zu kriegen. Auch geschlossene Gesellschaft von Ihrem Bruder. Ja, das ist vor allen Dingen teuer. Also ich habe mir das, ich musste unterschreiben, dass ich das nur privat verwende. Ja. Und habe auch eine Aufführung von Fritz Marquardt gleich noch mitgekauft.
Misanthrop mit Dieter Montag an der Volksbühne, Angelika Domröse, Dieter Montag, Micha Quistek, Pick, Heidi Kipp. Schöne Aufführung. Die ist allerdings mal gesendet worden im 79 im Fernsehen. Und dann habe ich noch eine. Wojcik. 1965. Von Benno Besson? Nein. Lothar Bellack. Der war Lehrer bei uns an der Schauspielschule und hat mich da reingeholt als Andres. Ecke Schall als Wojcik, Jutta Hoffmann als Marie. Habe ich mir angeguckt. Toll, das ist eine tolle Aufführung, Schwarz-Weiß. 65. Wenn Sie also sagen müssen, über welche Texte Sie sich ganz konkret gefreut haben, was macht Spaß zu sprechen? Müller. Heider Müller. Shakespeare. Müller-Übersetzung kenne ich da, aber wir haben ja, wie es euch gefällt, mal gemacht. Brecht habe ich ja kaum gespielt. Am Berliner Ensemble in der Zeit bis 89 gar nicht. Volker Braun haben wir großen Frieden gemacht. Tschechow hätte ich gerne mehr gemacht. Hamlet haben sie mich nie besetzt, die Hunde. Hamlet hätte ich gerne mal. Also hatte mich entschlossen, wenn ich 50 bis, noch nicht 50 bin, verlasse ich jedes Theater, an dem Hamlet gespielt wird und ich nicht in Erwägung gezogen werde, den Hamlet zu spielen. Habe ich auch gemacht, bei einmal. Kennen Sie jetzt die beiden Hamlet-Inszenierungen in Berlin? Nein. Die letzte Hamlet-Aufführung, die ich gesehen habe, war Müller-Hamlet-Maschine am Deutschen. Hamlet und Hamlet-Maschine mit Uli Mühe als Hamlet und vielen anderen. Da gibt es wunderschöne Theaterfotografie von Sibylle Bergmann dazu. Ja, ich weiß, ja. Gibt es Texte, die ihr Leben verändert haben? Das weiß ich nicht genau. Also, als ich mit 15 oder 16 angefangen habe, Brecht zu lesen, würde ich schon denken, dass mich das verändert hat. Was haben Sie da gelesen? Na, die Courage habe ich da gelesen und dachte, ich spinne die Gewehre der Frau Carrar. Ich weiß gar nicht, ob ich, ist das schwierig, Schauspieler mit Stücke lesen ist, so, wenn sie nicht wissen, womit sie besetzt sind. Und dann habe ich in dem kleinen Organon für das Theater, Organon heißt das Organon? Ja. Ja. Für das Theater, da habe ich alles Mögliche hinein und heraus gelesen. Und dann gibt es eine Sache, die heißt die Straßenszene. Wo er beschreibt, dass, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, da wird ein Unfall beschrieben wird, ja, und die unterschiedlichen Perspektiven. Übrigens bei Tschechow, das Jubiläum, was ähnliches, da ist ein Polizeioffizier, den ich gespielt habe mit 12 oder 13, der, da gibt es einen Kutschenunfall und der sein Mäntelchen, wer schuld daran ist, regelmäßig nach den Aussagen der Zeugen, mhm, und die völlig unterschiedlich sind. Ich weiß gar nicht, ob Brecht die gekannt hat. Sicher. Wahrscheinlich hat er die gekannt, also das gekannt, das Chamäleon. Der dreht seinen Mantel immer in den Wind da, wo wer was sagt. Ja. Wenn wir jetzt über solche Inszenierungen gesprochen haben, wie mit Fritz Marquardt und so weiter, auf den wir noch zu sprechen kommen, aber wenn wir jetzt aus dem Blauen heraus zu einem Film kommen, der Bornholmer Straße heißt, und über den 9. November, also ein Film über den 9. November 89 und die Alltäglichkeit der Macht und ihre Schwerfälligkeit, könnte man sagen. Wieso musste ein Film, der über ein wirkliches dramatisches Ereignis deutscher Geschichte handelt, wieso musste der klamaukhaft gemacht werden, 2014? Tja, da treffen wir uns wahrscheinlich nicht. Ich kenne allerdings auch andere, die der Meinung sind, dass das Klamauk ist. Ja, ich habe da nicht ganz richtig drüber nachgedacht, aber es fällt mir auch schwer, weil ich es nicht als Klamauk empfinde. Es ist... eine Sichtweise, die mir nahe kommt. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es, wie sehr ich mir selber trauen kann dabei. Ich schätze den Regisseur sehr, den Schwocho.
ob ich die Sichtweise, also das ist einfach eine andere Sichtweise, die Sichtweise ist immer sonst die andere Seite und das ist, ist Mainstream. Und ich finde, dass die Sichtweise aus der Befindlichkeit dieser Kumpels dort, und da ist natürlich eine gewisse Komik drin, die fängt ja nicht erst dort an, sondern die fängt ja an mit dem clownesken Auftritt von Schabowski. Ja, genau. Und ich finde, wie das gemacht worden ist, angemessen. Ich habe Leute gehört, die sagen, da werden die Opfer verhöhnt und alles Mögliche. Das kann ich nicht teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich Regisseur gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, das würde aber nie den Film generell ablehnen. Ich will mich jetzt nicht rausreden, ich bin durch eine Krankheit von einem Kollegen da reingekommen. Ich wäre da gar nicht drin gewesen. Das sollte ursprünglich Hans-Uwe Bauer spielen. Und der hat einen Tag vor Drehbeginn, glaube ich, hat er einen Darmdurchbruch gehabt. Einen Blinddarmdurchbruch. Und da bin ich einen Tag vorher angerufen worden, ob ich das mache. Und da ich Schwocho kenne, mit dem schon, als er Student war, in Ludwigsburg Sachen gemacht habe, habe ich sofort zugesagt und hatte nicht, ja, vielleicht denke ich, muss ich darüber noch nachdenken. Ich empfand das nicht als Klamauk. Also wenn man die Kamera auf die Höhe von Charlie Hübner, also auf den Bauch von Charlie Hübner setzt quasi. Okay. Und wenn man... okay, gut, gut. Also, aber so sehe ich den Film nicht generell. Ich gebe zu, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte auch den der Parteisekretär und der Hund. Milan? Milan Peschel hätte ich auch ein paar strengere Worte noch. Okay, das gibt es, das habe ich ja. Also die Parteisekretäre als Clowns in Betrieben, dass die, also die nicht gehört wurde, die meistens ja keine richtigen Fachleute waren, sondern abserviert waren. Ich werde nie vergessen, wir haben während meiner Nationalen Volksarmee-Zeit gab es eine FDJ-Wahl. Und es sollte, die Bataillonsleitung hatte schon einen relativ unfähigen Offizier, der sollte die FDJ-Arbeit machen. Der sollte nicht mit in die Wache und die Spezialisten sagen, wir waren so ein fliegertechnisches Bataillon für Hubschraubergeschwader. Und der war vorgesehen und es hatte ein FDJ-Mitglied die Statuten gelesen und wir wollten den nicht haben, dass der FDJ-Sekretär wird. Dass, wenn man die Vorschlagsliste, die wurde dann abgeschlossen und die wurde abgeschlossen mit genau der Menge für Leute, die in die Leitung gewählt werden mussten. Mhm. Es gab auch die Möglichkeit, die zu erweitern, wenn man noch jemanden vorschlug. Dann musste über jeden Einzelnen abgestimmt werden und konnte nicht im Block abgestimmt werden über die ganze Truppe. Und dadurch ist er rausgeflogen. Die Bataillonsleitung hat geschäumt, aber es hat stattgefunden. Dadurch habe ich da die FDJ und die Armee und die Partei, ich war nicht in der Partei, aber ich hatte einen Spitzel dort, der hat mir immer gesagt, die haben schon wieder über dich gesprochen, weil du Mao Zedong liest. Wohin? Mao Zedong, weil ich habe Mao Zedong gelesen. Ah, ja. Und da war gerade die Feindschaft der Sowjetunion, ich natürlich durch Brecht animiert, über den Widerspruch, über die Praxis hatte ich, gab es auch beim Dienstverlag zu kaufen. Aber es war nicht gern gesehen, dass Mao Zedong 1962, 1963 bei der Volksarmee gelesen wurde. Mhm.
Und da hatte ich einen Jungen, der dort mit in der Partei war, der in der Partei zu einer Versammlung bei war, der sagte wiederholt: "Du Hermann, sie haben schon wieder über dich gesprochen. Pass auf." Also man könnte auf jeden Fall noch, glaube ich, sehr viel darüber reden, warum das ein Klamauk, oder warum es auch bei mir ankommt wie ein Klamauk, der ja eine ganz andere Generation ist und der auch eigentlich wird sich darauf geeinigt, dass man das als verpasste Chance sieht, oder es wird völlig auch als unbedeutend empfunden. Man könnte auch sagen, was interessiert eigentlich dieser Grenzbeamte dort und warum ist es überhaupt wichtig? Was die Bornholmer Straße sagt doch Berlin heute gar nichts mehr. Es ist doch gegeben und faktisch wahr, dass diese Stadt nicht geteilt ist. So viele Jahre schon. Irgendwann wird es so sein, dass sie länger nicht geteilt ist, als sie überhaupt geteilt war. Und es ist eigentlich auch unbedeutend. Und jetzt will ich dazu noch zwei Fragen, die sozusagen gleich darauf anschließen, stellen. Und vielleicht finden wir das ja noch raus, wie das mit dem Klamauk ist. Können Sie wirklich Fisch ausnehmen? Ja. In dem Film Treffen in Travers von Michael Gwistek, ja, mit Corinna Harfouch und Uwe Kokisch nehmen Sie einen Fisch aus und sagen: "Das Einzige, was die Revolution nicht hinweggefegt hat, ist die Kunst des Kochens." Pause. "Leider fehlen nun die Zutaten." Wenden wir das mal auf die deutsche Revolution oder Wende von 89 an. War das Kochen unter dem Zentralkomitee einfacher, schöner, kreativer? War das Schauspielen wichtiger? Und welche Zutaten fehlten damals und welche fehlen heute? Kochen war eine wichtige Tätigkeit ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das haben ganz viele Männer von ihren Frauen oder von ihren Freundinnen gelernt oder von anderen Leuten, die es schon konnten. Die Zutaten waren viel weniger. Man kannte bestimmte Sachen gar nicht. Aber Basilikum konnte man nicht kaufen, wurde aber selber angebaut. Es war sicher eine Nische zu kochen, auch an die Randgebiete zu ziehen und sich dann zu privatisieren. Jetzt fehlt zum Kochen eigentlich gar nichts, man kann alles holen, aber ja, ich weiß schon, dass Sie eigentlich was anderes meinen, als Sie jetzt wirklich gefragt haben. Ich war zu DDR-Zeiten kein Dissident. Ich war auch kein Bürgerrechtler. Ich habe mich sogar vor den Einladungen, die mir gedrückt, wenn ich eingeladen war, komm doch mal zu uns, wir haben da. Weil entweder, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es war Feigheit, mich der Sache auszusetzen, also zu riskieren. Es gab Überlegungen, dass ich das eh nur in meinem Beruf kann. Ich will mich jetzt nicht auf mein politisches Ende, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich für Politik nicht talentiert bin. Die Biermann-Ausbürgerung war natürlich ein Schnitt. Sie war ein Schnitt. Und ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn die das kategorisch abgelehnt haben, zu tun. Also wenn Müller oder Marquardt gesagt hätten, ich halte es ja nicht mehr aus, wie seine Dramaturgin, die mit Kurt Bartsch nach drüben gegangen ist, dann, ich weiß es nicht, was da geschehen wäre. Aber ansonsten war für mich, wir hatten ja das Privileg, relativ früh natürlich nur äußerlich kennenzulernen durch die Gastspiele, die wir hatten.
die Bundesrepublik oder auch Frankreich. Und in der Zeit, wo Besson Intendant war, hat er es ja nachgeradezu angelegt, dass die Truppe, die er hatte, in irgendeiner Weise rauskam. Das ging so weit, dass bestimmte Gastspiele nicht möglich waren, das mit dem Gastspielen zu machen, hat er organisiert, dass wir mit Stücken wir waren einmal zum Pressefest der Unita in Norditalien und haben dort den Goldenen Elefanten gespielt. Und das war kein kommerzielles Gastspiel, wir waren bei der Kommunistischen Partei eingeladen. Desgleichen mit Schlacht, auch beim Pressefest bei der Humanité. Danach sind Gastspiele gefolgt, sowohl in Italien, auch in Frankreich waren wir dann mit Schlacht in Lyon oder in der Schweiz. Aber wenn das nicht anders ging, hatte der seine Beziehung, der war ja Mitglied der Partei der Arbeit der Schweiz. Und dann sind wir sozusagen ein bisschen rausgekommen. Er hat auch mal vorgeschlagen, alle Funktionäre der SED müssten ein Jahr Parteiarbeit in der italienischen kommunistischen Partei machen. Das war aber damals noch der Euro-Kommunismus, der ja schwer verdächtigt wurde von den Sowjets und auch von unseren Leuten. Wie nah ist Ihnen der sicher bekannteste Film Ihres Bruders, Spur der Steine? Ja, schon sehr nah, weil ich da bei der Premiere dabei, also der Nicht-Premiere dabei war, da meine Krug zum ersten Mal gesehen habe. Ja, wobei ich den damals gar nicht richtig gesehen habe. Das war die Premiere, also die war die Nicht-Premiere im International. Ich erinnere da so Stücke. Ich erinnere, dass mein Bruder aus der Tschechoslowakei zurückkam. Da gab es in Prag oder wo dieses Festival, es gab ein Filmfestival, Arbeiterfilmfestival. Da war er zur Untertextung in Barandov, glaube ich, und wurde zurückgerufen. Dann sehe ich das Bild, das Plakat vom International, bin ich vorbei, wurde abgenommen. Also kann ich die nicht zeitlich einordnen. Es muss, ich weiß, wir hatten unsere Studioaufführung, hatten wir schon gemacht. Ich war letztes Studienjahr da, 1966. So, dann kam die Premiere heran, mein Bruder wohnte in so einer Neubau-Dings und ich war bei ihm und er sagte, ja, er sei bei Gysi gewesen. Klaus Gysi. Und er hätte ihn gebeten, er hätte erstens gesagt, es findet keine Premiere statt und er bittet ihn, zu der Aufführung nicht zu gehen. Mein Bruder sagte, das habe ich abgelehnt und du kriegst Karten von mir. Dann habe ich von meinem Bruder unten in Dings Karten gekriegt. Ich saß hier in der Mitte. Hinter mir saß meine damalige Frau Renate Krössner. Hier saß Biermann. Vor mir saß Jurik Becker. Und dann fing das Theater an, dass da plötzlich Leute aufstanden und sagten, Krakeelten. Und dann habe ich immer nur die schwarzen Silhouetten. Und mit den Aktentaschen, die waren nach ihrem Dienst dahin beordert worden, wie sie rausgingen. Dann wurde es so laut, dass der Filmvorführer rauskam, der Film wurde gestoppt und sagte, er finde das blöd, dass die einen daran gehindert werden, den Film zu sehen. Und er fragt jetzt, ob weitergespielt werden soll oder nicht. Und da waren die Mehrheit waren dafür. Und dann ging die Vorstellung weiter. Und war fast ohne Störung. Da war einer oder zwei, die noch rausgegangen sind. Und dann war der Film zu Ende. Es waren offenbar doch Feinde des Films drin geblieben. Ich weiß nur, dass vor mir Jurek Becker sich beinahe mit jemandem prügelte. Biermann
verschwunden. Der hatte, der Höpke hatte ja vor dem 11. Plenum, also ein halbes Jahr vorher, eine an Stürmer erinnernde Hetzrede gegen Biermann gehalten. Geschrieben im Neuen Deutschland. Habe ich immer noch zu Hause. Biermann war verschwunden, weil er, glaube ich, Angst hatte, dass er irgendwie erkannt wird und von diesen Leuten, die da reingeschickt wird, dass ihm was passiert. Er war jedenfalls weg. Und dann haben wir uns unten getroffen, dann diskutierten unten noch Leute, dann war irgendwer, die hatten offenbar alle möglichen Leute reingeschickt, irgendein abservierter Genosse, der offenbar nicht mehr in der Partei war, schimpfte auf Esche, dass das scheiße ist, was der Esche gespielt hat, den Parteisekretär, und aber Krug sei prima. Und dann, weiß ich nur, sind wir irgendwann in der Möwe gelandet. Aufgeregt wie sonst was. Dann habe ich ja im Laufe der Zeit, ich habe dann noch das Studienjahr zu Ende gemacht und wir haben dauernd unseren Chu und die fliegende Prinzessin gespielt im BAT. Und dann kam mein Bruder in die Parteimühle. Eine große Rüge, sagt man in dem Fall. Ne? Der hat das war eine offizielle Strafe, eine Rüge. Aber die haben ja unentwegt diskutiert. Da ist ja die ganze DEFA-Leitung abgesetzt worden. Hauptverwaltung Film ist ausgetauscht worden. Das Merkwürdige war, die sogenannte Spur der Steine wird immer in einem Pulk genannt. Bitte jetzt nicht, weil ich den besonders. Das Prozedere war anders. Die Filme waren schon verboten. Die waren schon verboten, das Plenum war für Ende 65 irgendwann. Und dann ist immer noch, war die Hoffnung, dass Spur der Steine sozusagen alles rehabilitiert. Im Neuen Deutschland waren Reklame, Werbung mit so Filmfotos von Esche und Krug. Das Plakat hing vorne. Der Film lief zu den Arbeiterfestspielen 14 Tage lang in Potsdam vorher. Ohne jegliche Proteste. Also war interessiertes Publikum. So. Ja, weil es eben ein großartiger Film ist, weil es die Möglichkeit zeigt, den Volkspolizisten in den Teich zu schmeißen und trotzdem für den Sozialismus zu kämpfen. Und das ist ein Paradox, was gezeigt werden kann. Und vielleicht zeigt der Film sogar, dass man Sozialist sein kann und trotzdem nicht für die DDR. Und das ist halt sehr früh. Das ist halt sehr früh passiert, einfach. Ja. Also man könnte, ich habe das hier formuliert, die Kritik der Schüchternheit, also die, man kann kritisch, poetisch, wie auch in dem Film Märkische Forschung, enormen Erfolg beim Publikum haben. Und wenn das ZK das verbietet, dann merkt sie gar nicht, dass sie sich halt bei der dann zweiten Generation völlig deklassiert. Das ist ja überall so gewesen. Es ist überall, und wir können, ich sage halt jetzt nicht, dass wir Glück gehabt haben, wenn man rückwirkend guckt. Also Einzelschicksale kann man nicht ausnehmen. Es sind Leute zerstört worden. Mein Bruder ist angeschlagen gewesen bis zum Schluss. Und die Erfahrung, dass sie ihm den Film weggenommen haben, Jahrestage, das war für ihn, glaube ich, fast so schlimm wie Spur der Steine. Und das war dann aber die neue Zeit, sogenannte neue Zeit. Wenn man den Film Treffen in Travers sieht, hat man das Gefühl, er könnte auch Bleiben in der DDR heißen. Und wie haben Sie sich selber moralisch versucht zu rechtfertigen vor sich selber und haben Sie Ihren Bruder versucht, moralisch zu einer Rechtfertigung zu bringen? Was ist, Sie sagten ja auch gerade, wenn Marquardt oder Müller nicht geblieben wären, wäre es für Sie wesentlich schwieriger gewesen. Ich weiß nicht, was ich da getan hätte, was ich gemacht hätte. Also, wenn ich öfter gefragt werde, hast du nie überlegt, drüben zu bleiben. Die Gelegenheit hatte ich von 1967 an, wo ich das erste Mal
mit dem Programm bei der VVN war, mit, vom Gorki-Theater aus noch. VVN? Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ah ja. Das war, die gab es bei uns auch, die wurde dann aber in der DDR VDN genannt, Verfolgte des Faschismus, des Nationalsozialismus. Und im Westdeutschland war es, wenn ich es in der Bundesrepublik richtig gesehen habe, hier musste man Kämpfer oder Opfer sein, da ging das nicht, aber das war eine Organisation, wo auch die Kinder von Leuten eintreten konnten. Und in gewisser Weise, ich will das jetzt nicht, war das eine Tarnorganisation für die verbotene KPD. Mhm. Wenn ich das richtig einschätze, war das so. Und es war ganz traurig eigentlich, weil das waren ja waren Leute, die Eltern von den Jungs, die da auch mit drin waren, die sind die haben ja nahtlos eine Verfolgung erlebt. Und teilweise von den gleichen Richtern, die also es ist vorgekommen, dass der gleiche Richter, der jemanden ins KZ gebracht hat, für die Wiedergutmachung da saß auf dem Stuhl. Das habe ich jedenfalls gehört. Ich war da nicht dabei. Ich war immer nur hier da im nur die paar. So, und das Verrückte war, wir waren dann nochmal Anfang der 70er Jahre auch, nein, dann DKP. Mhm. Und da war das Verrückte, da sah das aus, als ob die DKP, da waren wir, also es waren fast alte Leute nur, viel ältere als ich, also Leute, die Nazi-Zeit noch erlebt hatten. Und bei der frisch gegründeten DKP waren ja ganz viele Junge da, die aus der APO, die Linken, die aus der APO waren, teilweise bei der DKP gelandet. Wir waren in Marburg mit einem Georg-Werth-Programm. Und da saßen zwei Stadträte von der DKP, da gab es glaube ich 40.000 Einwohner und 10.000 Studenten, und da saßen zwei von der DKP im Stadtrat bei denen. Und da dachte ich, es gibt da doch eine Verjüngung, dass das dann allerdings alles so verhärtet und so nach DDR hörig geblieben war, hat dann wieder auch glaube ich ganz viele da rausgetrieben. Aber zurück zu dieser, ja, vielleicht eben gerade nicht DDR-Hörigkeit. Also, weil Fritz Marquardt, der Regisseur und Schauspieler, und Heiner Müller und Sie und Ihr Bruder, Sie waren ja nicht DDR-hörig. Und war das vielleicht der Grund, warum Sie dann nicht zur DKP in den Westen gegangen sind, sondern in der DDR geblieben sind? Was war der Grund, wenn man das sagen müsste? Das ist sicher ein Gemisch. Ein Grund war, ich hatte mittlerweile 3 Kinder hier. Ab 85 war nun wiederum mein ältestes Kind mit seiner Mutter auf der anderen Seite. Dann war die Arbeit. Dann kannte ich keinen. Dann konnte ich mir nicht vorstellen, der Reichtum, das habe ich natürlich gesehen, der Reichtum und die Möglichkeiten, angefangen von Technik und so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich dauerhaft da leben wollte. Weil es gab bestimmtes, es ist schwierig. Also wenn Stein mich, Peter Stein. Peter Stein, wenn der zum Beispiel 1900, sagen wir mal, wo Benno weggegangen ist, 77, gefragt hätte, Sie waren doch jetzt an der Volksbühne, jetzt ist der Benno weg, wollen Sie nicht zu uns kommen? Da weiß ich nicht, ob ich nicht scharf überlegt hätte. Dann hätte ich aber Fritz Marquardt sitzen lassen müssen, der mich ja immer noch besetzt hat. Ich weiß es nicht. Mir scheint es nämlich genauso zu sein. Also, es gibt irgendwann Hannah Arendt, die sich ganz furchtbar gegenüber Gershom Scholem
darüber aufregt, dass er so beleidigt ist über ihr politisches Argument. Ja. Und sie sagt, es war ihr immer wichtiger, den sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten, weil der über Mauern springen kann, als das politische Argument gut durchzuhalten. Ja. Und also geht es wohl um Sozialbeziehungen. Man bleibt in der DDR wegen der Sozialbeziehungen, man bleibt in der BRD, man bleibt in Nordkorea, Südkorea, man bleibt auf der einen Seite, weil man Menschen eben kennt und liebt. Was mochten Sie an dem Regisseur Fritz Marquardt? Oh, das ist schwierig. Ich hatte von Fritz Marquardt, ich hole ein bisschen aus, meine Dozentin an der Schauspielschule, Uta Birnbaum, sagte, da ist jetzt, wir waren Berliner Schauspieler, war immer eingebildet, die war der Meinung, wir sind die Besten und so. Sagte uns, da ist jemand jetzt draußen an der Filmhochschule, das ist zwar alles nicht meins, aber das müsst ihr euch angucken. Der heißt Fritz Marquardt. Er hatte dort Streiche des Campan mit Glazeder, Malig und Gilner und gemacht. Und dann war die berühmte Aufführung, die ich leider auch nicht gesehen habe, Wojcik. Mhm. Woraufhin er von Langhoff offenbar bei Song vorgestellt worden ist und wo er dann an die Volksbühne gekommen ist. Die Studenten, ich war in Potsdam am Theater, ich war mittlerweile vom Gorki-Theater nach Potsdam gegangen und da waren Glazeder, Gilner, alles teilweise Schüler von Fritz Marquardt. Und die Manuela Marx, die Marie gespielt hat in dem Wojcik. Und die erzählten von Fritz Marquardt so, dass ich dachte, scheiße, dass ich den nicht kennengelernt habe. Hätte ich gern. Und dann kam 71, weiß ich noch ganz genau, im Sommer, kam ein junger Schauspieler, der Assistent bei Fritz war, und an der Filmhochschule, der stand vor meiner Tür und sagte, Tag, habe ihn irgendwo kennengelernt, Bernd Renner war das, der hatte auch schon Filme gemacht, gespielt mit, und sagte, ja, der Fritz Marquardt würde dich gerne besetzen an der Volksbühne. Da dachte ich, spinne. Ich habe da irgendwelche Aufzeichnungen, den würde ich gerne kennenlernen. Ich hatte ihn dann einmal gesehen. Kupka hatte Bill Pielozorkowskis Sturm inszeniert, sehr gut mit Siegfried Höchst und Günter Junghans. Ich kannte die Aufführung von Langhoff am Deutschen Theater mit Busch und Heinz Voss, waren Westberliner Schauspieler, mit Liedern von Hax übersetzt, Vorwärts, Vorwärts, Bolschewik. Und ich dachte, das kann man nicht übertreffen, den Busch und so. Und dann spielte Höchst das so traumhaft und Junghans den. Und da war eine Szene drin, wo ich war mit der Renate im Gorki-Theater, glaube ich, wurde das gespielt, mit Renate Kreuzner drin, wir waren damals noch zusammen. Und da war plötzlich, passierte was, ich muss das jetzt mal vorstellen, dann ging so hier, da, aus einer ruhigen Szene ging plötzlich, war plötzlich... Wir sind aufgehört. Wer ist das? Und dann haben wir rausgekriegt, das war Fritz Marquardt. Dann habe ich ihn kennengelernt, gesehen zum ersten Mal bei einer Probe zu Avantgarde. Weil Renate Krössner hatte eine kleine Rolle darin, die war durch einen Regieassistenten dort gelandet und die Rolle war ganz klein geworden, ohne Text. Und sie wollte Fritz fragen, ob sie da aussteigen kann, weil sie hatte ein Angebot in Senftenberg, richtig zu spielen. Und da hat sie mich mitgenommen und da habe ich ihn zum ersten Mal privat gesehen, habe erstmal eine Probe angeguckt von Avantgarde. War fasziniert, von wie er ging, wie er hochging, wie er mit den Leuten geredet hat. Und dann saß er unten
Und Renate sagte, sie will, er kriegt eine Rolle, Rudi Strahlstück. Da war er gar nicht einverstanden, obwohl sie gar keinen Text mehr hatte. Das war vor dem ich die Szene jetzt, wo Renate vorstand. Wurde natürlich ein Flop, diese Aufführung, die da kam. Es war ein Erich Köhler-Stück. Erst erfolgsverdächtig auf der Probebühne und hat dann nicht funktioniert, als wir das auf das Theater, auf die große Bühne übertragen haben. Und da wollte ich gleich wieder nach Potsdam gehen, aber die hatten mich schon, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich als Gast das noch machen will. Und dann saß ich als erfolgloser Schauspieler an der Volksbühne mit dem Stück Der Geist von Kranitz. Haben wir vielleicht 10-mal gespielt. Ging keiner mehr rein. So, und dann hat Fritz mich trotzdem weiter besetzt. Das Stück Die Umsiedlerin. Ja. Hängt wie mit dem Stück Die Bauern zusammen? Die Umsiedlerin ist ja, das werden Sie wahrscheinlich von anderen Leuten hier, von den Kollegen schon gehört haben, ist ja, da war ich bei der Volksarmee, als das passiert ist. Ich habe das nicht verfolgen können. Also die Aufführung in Karlshorst mit Studenten, die Tragelehen gemacht hat, habe aber davon gehört. Die Skripte sind als Konterrevolutionär überall eingesammelt worden und irgendwelche Leute haben gesagt, der Dichter muss verhaftet werden und Fritz war offenbar in dieser Aufführung drin. Da war er, glaube ich, noch bei Theater der Zeit angestellt. Und seitdem datiert die Freundschaft mit Müller, Fritz Marquardt und Müller jedenfalls. Da muss er sich irgendwann reingehängt haben und ihn getroffen haben und so hartnäckig an ihm rangeblieben. Und dann gab es dieses Stück plötzlich im Henschel Verlag, war es abgedruckt unter dem Bauern. Angeblich geändert, bis auf eine kurze Szene nicht geändert. Es gibt eine Vergewaltigungsszene da drin, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die nicht in Bauern drin ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, es gibt eine winzige Szene, die nicht drin ist. Ansonsten ist der Text der gleiche wie Umsiedlerin. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo musste Bauern genannt werden, weil so viele an dem Verbot noch in Amt und Würden waren, die an dem Verbot beteiligt waren, noch in Amt und Würden waren, dass das die Partei offensichtlich zwar mittlerweile der Meinung war, dass man das drucken kann, Aufführung war immer noch riskant. Also ich weiß nicht, ob das hätte 76 war die Aufführung, ob das ohne Bessons Rückendeckung gegangen wäre. Der Müller-Boykott war ja, das Müller-Verbot war ja 1-2 Jahre früher erst durchbrochen worden. Müller ist ja in der DDR, also seine Stücke, wenn man von 61 bis 73 rechnet, da hat die Berghaus sozusagen das Müller-Verbot mit der Aufführung von Zement unterbrochen, also beendet. Müller ist, muss man sich überlegen, mit seinen realen Stücken, mit seinen geschriebenen Stücken, die sind alle um 12 Jahre und länger später aufgeführt worden, als sie geschrieben worden sind. Teilweise hat sie gar nicht gegeben. Die Schlacht ist ja erst entstanden durch das Vorspiel Laken für ein großes Spektakel, was die Langhoff gemacht haben. Dann haben die gesehen, dass, und da hat er eine ganze Reihe Stücke. Ich wollte nur sagen, Müller ist genauso lange wie Brecht in Deutschland nicht gespielt worden ist, ist er in der DDR nicht gespielt worden. Ein paar Übersetzungen von ihm, aber seine Stücke nicht. Wann sagen Sie zu einer Fernsehrolle ja und wann zu einer Theaterrolle? Vor dem Hintergrund, dass ich so viele Angebote nicht habe. Haben Sie nicht? Ja, immer hin und wieder mal. Also im deutschen Film sozusagen bin ich ja offensichtlich nicht angekommen.
Ich habe einen Kinofilm, der ursprünglich als Fernsehfilm gemacht, eine größere Sache, also eine mittlere Sache mal gemacht, ich weiß gar nicht wann das war, 94, 95, in Kaspar Hauser. Und dann bei meinem Bruder nochmal, noch zweimal, aber alles Fernsehen, kein Kinofilm. Ein paar Kinofilme sind da, aber da bin ich nicht, also das, so ein Erlebnis wie Treffen in Travers, was für mich die, sozusagen der, na, ein Anfang gewesen, habe ich nicht wieder erlebt, jedenfalls. Ich bin noch mit guten Regisseuren zusammengekommen, aber ja, ich sage zu, weil ich Geld brauche noch. Oft. Mögen Sie Berlin? Ja. Und wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das? Wenn ich mir was wünschen dürfte, oh, ich in Verlegenheit. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank.